Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir wollen euch ermutigen. Ich bin immer wieder begeistert, wenn Menschen uns schreiben, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Und da steckt so viel Hoffnung drin für jeden Einzelnen, der Gottes Hilfe braucht, und das möchten wir euch weitergeben. Und natürlich wollen wir auch für euch beten. Ja, wir wollen heute wieder Hoffnung machen. Darum Hoffnung um 12. Genieße es, und heute das Thema Freiheit durch bedingungslose Vergebung. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Freiheit durch bedingungslose Vergebung. Isolde hat gesagt, wir beten gerne für euch. Das tun wir gerne, und das haben wir auch erlebt in Zofingen, wo wir waren. Da hatten wir das letzte Mal gebetet für Befreiung und ganz besonders für Vergebung und haben auch darüber gesprochen. Und eine Person, mindestens, die hat es zumindest gesagt, die hat es kapiert. Die ist gekommen, so voller Freude. Mein ganzes Leben ist verändert. Meine Depressionen sind weg. Ich habe ganz neues Leben. Ich habe wieder Verbindung mit meinen Kindern und so weiter. Ich habe Vergebung verstanden. Ich habe Vergebung kapiert. Und das möchte ich auch heute sagen und dich ermutigen. Bedingungslose Vergebung. Vergib du dem anderen. Bedingungslos heißt, wie Jesus am Kreuz getan hat, egal was der andere für einen Mist macht, egal ob er noch Mist macht, vergib ihm, das bringt dir deine persönliche Freiheit. Und ich sag dir, leg das, was du sagst, ja, aber der ist noch so schief oder die ist noch so schief und die macht so viel falsch und die verletzt mich so, lege das in Gottes Hände, aber vergib dieser Person. Und ich sag dir, du wirst Frieden haben, du wirst wie diese Frau von Zofingen in eine ganz neue Freiheit hineinkommen. Herr, ich danke dir dafür, dass jeder, der es kapiert, wirklich von Herzen vergeben kann, auch wenn es nicht so aussieht, auch wenn es der andere nicht verdient hat. Aber Herr, jeder, der vergibt, kommt in eine ganz neue Freiheit. Und ich danke dir dafür, dass du wunderbar, Herr, diesen wunderbaren Menschen deine Freiheit zeigst. Amen. Amen. Und wir möchten jetzt gerne beten, bevor wir hören, was Gott getan hat. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Ich habe ein Druckgefühl im Kopf, sowie Schwindel und ein Kribbeln im Gesicht. Deshalb gehe ich zur Untersuchung. Bitte betet für mich, dass alles gut wird und ich geheilt werde. Vielen Dank. Und Jesus, wir danken dir, dass du diese Person kennst und die da so mit dem Kopf Probleme hat, mit dem Kribbeln und mit dem Schwindel und was auch immer. Und ich danke dir, Jesus, dass du die Ursache kennst und dass du eingreifst, dass dein Heilungsstrom heute noch fließt und dass wir das erleben dürfen, dass du eingreifst und dass du heilst, dass du befreist und was auch immer die Ursache ist von diesem Kopfproblemen, dass du wirklich da etwas wiederherstellst und wirklich da eingreifst, dass dein Heilungsstrom fließt, gerade jetzt in diesem Moment. Und wir danken dir dafür, dass da alles wieder in Ordnung kommt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Mutter und Großmutter bittet um Gebet für Sohn und Enkelin. Bitte um Suchtbefreiung meines Sohnes und Bekehrung, dass meine Enkelin wieder ein besseres Verhältnis zu Eltern hat. Und Befreiung von Online-Sucht. Und Jesus, du bist auch ein Herr über jede Sucht. Du hast Macht über jede Sucht. Und ich danke dir, dass du die zwei jungen Menschen kennst, die hier so gebunden sind. Und ich danke dir, dass du sie frei machst durch dein Blut und frei gemacht hast schon. Und wir entmachten diese Sucht im Namen Jesus und wir zerschneiden diese Ketten mit dem Blut Jesu, dass sie wirklich in die Freiheit kommen und dass diese Gebundenheit aufhört. Danke, Jesus, dass du da wirklich am Werk bist und wunderbare Dinge tust. Danke, Jesus, auch, dass der Sohn dich findet, dass du zu seinem Herzen redest und dass er wirklich spürt, dass er dich braucht. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass auch diese Enkelin zu ihren Eltern wieder ein gutes Verhältnis bekommt. Danke, dass du Frieden schenkst, dass du Vergebung schenkst, dass du da wieder eine Herzlichkeit schenkst. Danke, Jesus. Dir sei alle Ehre dafür. Amen. Amen.
und schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns ihr Gebetsanliegen wegen starker Schmerzen. Sie schreibt, ich habe seit Februar starke Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, starkes Kribbeln in den Füßen und in der Halswirbelsäule Beschwerden, kann den Kopf nicht drehen. Ich danke euch sehr für Gebet. Ja, Herr, danke, Herr. Du hast jetzt die ganze Liste gehört und ich danke dir dafür, Herr. Herr, die Lendenwirbelsäule und all die Schmerzen, ich danke dir dafür, dass du Wunder über Wunder tust. Ich danke dir dafür, dass du dieser Frau wunderbar begegnest. Herr, schenke Heilung und danke, Herr. Herr, dass die Nerven und alles wieder richtig funktioniert. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und Gott erhört Gebet. Und per E-Mail kam dieses Gebetsanliegen. Ich bitte um Gebet für die Mutter des Mannes meiner Freundin. Sie liegt im Krankenhaus und leidet an Krebs und Demenz. Ich bitte für sie und die Angehörigen um die bestmögliche Lösung. Danke, Jesus. Ja, Herr, wir wissen, du hast die bestmögliche Lösung. Herr, du bist für uns ans Kreuz gegangen und Herr, solche Krankheiten wie Demenz und Krebs, Herr, wo Menschen nicht viel dazu beitragen können für Heilung. Herr, wir bringen es dir. Wir bringen es dir zu deinem Sieg, Herr, den du für auch diese Krankheiten errungen hast. Und bitten dich, Herr, greife du ein, Herr, bei dieser Frau, bei dieser Mutter. Ich danke dir dafür. Danke von Herzen, sei du der Heiler. Amen. Amen. Gott tut so viele Wunder und auch davon wollen wir heute wieder hören. Versöhnung in Familien. Wir bekommen so viele Gebetserhörungen zu diesem Thema. Das ist Gott wirklich wichtig, dass Familien zusammenfinden. Da schreibt jemand, danke für euer Gebet. Wir hatten jahrelang Funkstille in der Familie. Jetzt ist alles wieder gut. Danke. Und ein Vater schreibt uns von einer Gebetserhörung von seinem Sohn. Mein Sohn hatte sehr hohe Fieberschübe. Nachdem ich euch mein Gebetsanliegen mitgeteilt hatte, vergingen noch 2 Wochen und plötzlich war er befreit. Lob und Dank. Er ist mittlerweile sehr an seiner Kinderbibel interessiert und wir haben sie schon fast 2-mal durchgelesen. Ja, der Sohn scheint noch klein zu sein. Und eine Frau schreibt von einem finanziellen Segen, den sie schon vor längerem erhalten hat. Seit Oktober 2017, schreibt sie, bin ich rückwirkend voll erwerbsunfähig. Im Jahr 2019 hat Gott mich finanziell gesegnet, sodass ich alle meine Schulden begleichen konnte. Gleichzeitig hat er mir ein höheres Nettoeinkommen als im Berufsleben geschenkt. Danke für all eure Gebete. Das ist doch ein Wunder, wie Gott immer wieder versorgt. Gott hat auch unsere Zukunft in der Hand, zum Beispiel bei Berufswahl von jungen Menschen. Und da schreibt jemand, ich möchte euch von einer großartigen Gebetserhörung berichten. Mein Sohn hat kürzlich verschiedene Aufnahmeprüfungen, praktisch und mündlich, für ein sehr gewünschtes Studium bestanden. Seine Freude ist groß, denn in dieser Berufsrichtung wird er seine Talente vielfach einbringen können. Danke, Jesus, und danke euch, die ihr uns immer wieder mit Gebet, Predigten, Gebetsgottesdiensten und Briefen ermutigt habt. Wie schön, und das wollen wir gerne tun. Ja, und danke für die Ermutigungen, die wir hören, wenn eine Gebetserhörung richtig sichtbar wird. Lass uns wissen, was bei dir Gott getan hat oder vielleicht auch gerade tut. Ja, Vergebung. Wir haben es gehört bei den Erhörungen, Gebetserhörungen. Ihr habt das Zeugnis gehört von Zofingen und ich rate dir einfach mal, überleg dir, wem du noch nicht vergeben hast. Wem, oder wenn es dir schwerfällt zu vergeben, du kannst zu Gott kommen, aber es ist wichtig, dass du vergibst. Du kannst uns gerne dein Anliegen schicken, wir beten für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, heute darf ich dir unser neues Magazin empfehlen, das ist gekommen. Falls du es noch nicht hast, bestelle es heute noch. Es ist völlig kostenlos.
Ja, und wir verabschieden uns von dir und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.